So, Leute, Ikoria ist schon ein bisschen her, aber Ikoria hat halt immer noch so ein bisschen Einfluss auf Formate. Nicht mehr so viel wie früher, aber so ein bisschen. Und deshalb gucken wir uns nochmal Ikoria an. Gucken, was wir hier haben. Ich warte immer noch drauf, dass ich mal so eine Trampelkarte und diese mit den Tokens finde, in den Boostern. Aber naja. Wir haben, oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Flycatcher Giravit. 5 Mana 3-5. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur einen Wachsamkeitscounter. Oder einen Reach-Counter. Diese Kreatur kriegt einen Wachsamkeit- oder Reach-Counter. Phase Dolphin. Das ist aber ein. Egal. 3 Mana 1-4. Immer wenn er angreift, kann eine mit angreifende Kreatur nicht geblockt werden bis zum Ende des Zuges. Nice. Teenative Connection. 4 Mana Sorcery. Dieser Zauber kostet 3 Mana weniger, wenn man eine Kreatur mit Menace kontrolliert. Und man kriegt die Kontrolle über eine Kreatur bis zum Ende des Zuges, enttappt sie und sie kriegt Eile. Für 1 Mana, das ist gut. Blade Banishing. 4 Mana, man exilt eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher. Lurking Deadeye. 4 Mana, 4-2 Flash. Und wenn er ins Spielfeld kommt, zerstört man eine Kreatur, die in diesem Zug Schaden bekommen hat. Das ist eine gute Karte. Tatsächlich. Earfind. Oh mein Gott, dieser Fuchs, wie süß. 3 Mana 1-1 Wachsamkeit. Wenn er ins Spielfeld kommt, kann man Insekten nach einer Standardlandkarte durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Geil. Coole Karte. Vom Artwork allein. Ich weiß, dass ich die verschenken werde. Was bist du denn? Nightmare Panglion. Gloom Panglion. Was ist denn ein Panglion? Pangluin. Was ist denn ein Pangluin? 3x1,5. Wenn ihr wisst, was ein Pangolin ist, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Patagai Tiger. 5x3,4 fliegend. Immer wenn der ins Spielfeld kommt, kriegt ein Human plus 2 bis meines Zuges. Nicht schlecht. Dreamtail Heron. 5x3,4 fliegend. Immer wenn die mutiert, zieht ihr eine Karte mit Mutate. Mutate bedeutet, ihr könnt die Karte auch für ihre Mutate-Kosten spielen. Und ihr legt sie dann entweder auf oder unter eine Nicht-Human-Kreatur. Die obere Kreatur hat dann alle Fähigkeiten der unteren Karten, die unter ihr liegen. Bedeutet, wenn diese Kreatur oben liegt, habt ihr halt einen 3-4er für 5 Mana. Wenn da drunter eine 1 Mana 1-1er liegt und ihr legt die Karte drunter, habt ihr halt einen 1 Mana 1-1er. Oh, stimmt, hier waren ja die Karten drin. Archipelago. Was? Archipelago. Egal. 7 Mana, 7-7 Mutate. Und immer wenn diese Kreatur mutated, kann man x Kreaturen tappen, wobei x die Anzahl an mutated Karten sind. Diese Kreaturen enttappen nicht während des nächsten Enttappzugs. Cool. Dann Sonnor's Hole Bonder. 3 Mana, 2-2 Menace. Und jede Kreatur mit Menace muss mindestens bei 3 oder mehr Kreaturen. Wow, das ist stark. Oh mein Gott, das ist cool. Das ist cool. Call of the Death Dweller. Die erinnere ich mich dran. Die habe ich mal irgendwann im Arena gespielt. 3 Mana Sorcery, man kann zwei Karten mit insgesamt maximal Mana-Kosten von bis zu zwei Kreaturen, mit insgesamt Mana-Kosten von maximal drei aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Danach legt man einen Death Touch und einen Menace-Counter auf eine der beiden Kreaturen. Also man kann die auch splitten, aber so. Unsere Rare ist Song of Creation. Ein farbloses, ein grünes, ein weißes, ein rotes. Ein blaues, ein rotes. Enchantment, man kann zusätzlich Land in diesem Zug spielen. In jedem Zug. Immer wenn ihr einen Spell castet, zieht ihr zwei Karten und zu Beginn des Endstep wirft ihr eure gesamte Hand ab. Das ist eine coole Karte tatsächlich. Da kann man bestimmt viel Mist mitmachen. Dann haben wir Swift Water Cleaves und Fettled. Also ich muss sagen, die Foilings von dem Set sind seltsam. Seht ihr das? Ah, ich krieg's nicht richtig ins Licht rein. Das Foiling ist seltsam. 3 Mana 0-0 kommt mit zwei Marken rein. Man kann für 2 Mana eine Marke runternehmen und eine Kreatur, ein Spieler wählt aus seinem Deck ein Standardland, übrigens getappte Spiel mit Standard sein Deck. Habe ich im Commander ganz viel gespielt. Ja, und Human Soldier. Gut, soviel zu Ikoria. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.